ein gesamter Stack voll, du. So. Dann noch. Grad? Nicht noch? Na egal. Na gut, da gehe ich wie gesagt gleich hoch. Dann das hier. Und dann das hier noch. So. So. Damit kann ich jetzt erstmal. So, so. So, alles hier schön. Bepflanzen wieder mit den Kakaobohnen. Und aus dem Rest mache ich mir dann eventuell später noch ein paar Kekse. Ich glaube, ich führe eine neue Währung in Minecraft ein. Kekse. Der Keks-Euro. Muss man nur genug Mehl haben. Rein theoretisch. Dann wird man Millionär. Aber warte mal, Mehl muss man sich ja auch mit Keksen kaufen. So. Upsala. Hm, hier noch. Ne, hier. Hier zuerst. Hm, da oben. Ich will ja hier so viele wie möglich. Also viel Kakao später bekommen wie möglich. Ne? Ah, hier dann noch. So. Und man sieht, es ist echt genug. Das reicht jetzt erstmal an Kakao so gesehen. Also, ja, verdammt nochmal. Wenn wir schon aus den ersten beiden Reihen, ne? Das waren jetzt nur die ersten beiden Reihen, glaube ich, die wir eben ja abgebaut haben. Wenn man da schon 64 rausbekommt. Also sogar mehr als 64, dann ist das schon übel. Hm? Dann ist das echt, dann ist das, ja, dann ist das erstmal genug. So, müssen wir hier noch die Eier nochmal aufsammeln. Da liegt noch eins. Wie gesagt, da sammeln wir jetzt erstmal noch ein bisschen. So, hier mal gerade noch rein. Einfach eventuell noch ein paar Schweinchen hier zum Treiben zu bringen. Einfach hier durchgehen, so. Du noch. Du noch. Verdammt. So. Oh. Du armes Ding. So, da. Sind immer so ausbruchsfreudig. Hallo. So, damit wir hier ein paar mehr Hühnchen haben, das heißt auch gleich so gesehen mehr Eier. So, einfach das hier weg. Kurz für das Ei und für das Ei. Wie gesagt, da sammle ich jetzt einfach mal ein paar. Da werde ich auch noch extra Kisten voranlegen, denke ich. Und jetzt gehen wir noch einmal zu den Kühen, oder? Ja, ich glaube, die können es noch nicht wieder treiben, ne? Nee, das geht noch nicht. Nee, ihr wollt noch nicht. Gut. Dann wird der Rest jetzt einfach in, genau, in Brot verwandelt. Mache ich mir jetzt einfach noch ein Brot draus. So. Das packe ich jetzt dann wieder hier rein erstmal. Dann wisst ihr was, dann packe ich mal gerade, nehme ich mir einfach mal gerade das hier mit. Pack das hier rein. Oder nimm das so mit. Das Eisen mal gerade noch so rein. Oder packe hier einfach mal gerade das rein, so, weißt du? Und das Eisen noch mit. Und das hier und das hier. Und das hier nicht. Wir nehmen das jetzt einfach mal gerade wieder zurück. Also mit zurück. Das hier kann ich auch gleich wieder wegpacken. Das muss unten in die Kiste da, wo da auch die Farm ist. Ich muss das rein. Verdammt, ich nehme immer weiter auf. Ich nehme immer weiter auf. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Menschenskinos. Ich will doch gleich, ich will doch heute Abend noch aufnehmen. Schaffe ich doch gar nicht mehr mit dem Rendern. Wir haben jetzt gleich... Ja, wir haben jetzt 10 vor 5, das schaffe ich nicht mehr mit dem Rendern. Also, dass ich heute Abend aufnehmen kann wieder. Ich glaube, das schaffe ich echt nicht. Das ist natürlich schade. Naja, mal schauen. Eventuell schaffe ich es auch. Ich meine, ich muss jetzt auch diese Wochenende dann wieder ein bisschen mehr aufnehmen, weil...
ich ja die andere Aufnahme gelöscht habe dann. Scheiße. War natürlich ganz blöd. Also in Anführungsstrichen ganz blöd. Das ist, mir macht das persönlich nichts aus. So, das packe ich einfach so rein. Ich könnte das auch mal hier ein bisschen in den Ofen reinpacken, dann, ja. Können wir vielleicht später machen. Kies ist doch bei der... Hab ich eine eigene Kiste für Kies? Ja, habe ich. So. Steinchen. Einfach noch so rein. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier noch Saplings. Die Saplings habe ich, glaube ich, alle hier reingetan. Ja, habe ich. So. Die Blätter tun wir auch einfach mal hier rein, ne? Würde ich sagen. Hier ist Eichenlaub. So, ja, die Blumen, dafür mache ich, glaube ich, eine eigene Kiste, genauso wie hierfür. Beziehungsweise die kommen in die Kiste für Nahrung, die ich bald erstellen werde. Ja, ja. Ich bin so ein bisschen jetzt gerade am Plan, wie ich sortiere. Im Nachhinein. Ja, dann können wir oben, werden die Kisten mal irgendwann ausgeräumt, beziehungsweise die werden. Ich werde mal gucken, welche jetzt hier nicht mehr so viel drin ist. Also eindeutig der hier. Hier, das kann ich weg. Das kann ich in die Holztruhe. Das kann ich doch nicht mitnehmen. Das hier können in der Sandtruhe. Das hier können. So, das nehme ich jetzt eigentlich. Ich nehme einfach mal gerade alles mit so. Die Goldnuggets. Ich lasse einfach mal gerade das hier fallen, so. Das ist nicht so wichtig, die Axt ist nicht so wichtig, davon können wir uns jederzeit noch genug machen. Und dann packen wir jetzt erstmal die Erde hier rein. Dann muss ich natürlich auch noch Schilder machen, also das mache ich natürlich auch. Da werden Schilder angebracht hier noch an die Kisten und so. Dann, warte mal, dann mache ich hier eine Sandtruhe draus. Nee, noch nicht. Eine andere Kiste haben wir aber noch nicht, ne? Schade. Und warte mal, dann müssen wir mal gerade das so und so. Und dann müssen wir mal gerade... Ja. Upsala. Erstmal nur zwei Kisten machen. So, und die kommen dann jetzt einfach mal hier hin. Passt ja noch, da müssen wir, wie gesagt, später noch Cleanstone mal reinmachen. Das ist dann jetzt erstmal die Sandkiste, da kommt jetzt erstmal der Sand rein. Und ich würde sagen, hier unten gibt es dann noch eine Reihe für Glas, auch wenn ich momentan gar kein Glas habe. Ich mach mal gerade die Zäunchen wieder hier rein und so. Den Netherrack auch. Die Saplings bringe ich rüber. Warte mal, hier die Goldnuggets, die tue ich auch noch hier rein. Genauso wie die Leitern. Den Redstone, das so, ja, das kommt jetzt hier, wie gesagt, erstmal so ein bisschen rein noch. Da gibt es jetzt momentan noch wenig System dahinter. Da muss ich noch ein bisschen sammeln für, also noch so ein paar Ressourcen einfach sammeln. Warte mal. Das hier nehme ich aber mal gerade mit. Ich glaube, oben im Ofen habe ich noch was drin, also noch Kohle drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Das hier knusper ich mal gerade einfach. So, und dann schauen wir mal nach, ob ich oben im Ofen wirklich noch Kohle drin hatte. Das wäre natürlich blöd, wenn da, doch, da ist noch Kohle drin, da ist auch noch Cleanstone drin, da packen wir dann wieder rein. Dann gehen wir jetzt hier runter wieder. Und ersetzen hier ein bisschen die Erde, also den Kies. Aber erstmal, jetzt habe ich natürlich... Mist. Warte mal. Ich brauche nur ein Ding eigentlich. Also nur ein Steinchen. So, das andere... Ach, das lassen wir einfach liegen. Damit ich hier... Damit das ein bisschen schneller geht einfach. So. Und... Upf. Komm, dann nehmen wir den Kies noch direkt mit. Für Wege. Also für spätere Wege. Würde ich sagen, nehmen wir den jetzt einfach mal noch mit. Wie habe ich eigentlich die Brightness eingestellt, fällt mir gerade noch so ein. Gut, die sind immer noch auf 40%. Das ist natürlich grandios. So. Dann noch das hier. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber hey,
Ich will ja später mal Millionär mit YouTube werden. Ja, ja. Das sind meine Pläne, ne? Ja, und darum muss ich das Let's Play enorm ziehen, damit immer mehr Klicks kommen und was weiß ich und ach Gott. Ja, ja. Ah, komm, die Kohle nehmen wir auch noch direkt mit. Hätten wir eine Spitzhacke. Ah, wir haben eine Spitzhacke dabei. Das heißt, wir nehmen sie direkt. Das heißt, wir nehmen sie wirklich mit. Heißt, es dauert ein bisschen länger. Ich tu mir gerade mal einfach hier eine Fackel hin. Ich werde das später auch hier nicht irgendwie ausstatten wieder mit irgendwas. Ich werde das hier einfach beleuchten, denke ich. So, Mann, ist das viel Kies. Leute, da lohnt sich die Kieskiste ja richtig. Die wird ja bald schon voll sein dann, wenn wir nicht noch ein paar mehr Wege bauen. So. Uhu. So. Jetzt bauen wir das hier ab. Bekommen dafür auch wieder ein bisschen Erfahrung. Bin mal ach, und Eisen direkt auch noch. Das gibt's ja nicht. So viel Glück muss man erstmal haben. Dass man hier dauerhaft irgendwelche Eisen oder so nochmal bekommt. Das ist ja super. Das gefällt mir natürlich echt gut. Also schlecht finde ich es nicht. Sagen wir es so. Was verwende ich denn jetzt, um mich hier hochzubauen? Jetzt habe ich keine Erde dabei, ne? Warte mal. So. Gut. Fackel. Fackel. Mehr ist hier nicht. Wirklich? Ja, gut. Und Wand. Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Leute, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das sieht einfach nur grandios aus, weil es von mir ist. So. Hier den Boden können wir schon mal ein bisschen ersetzen. So. Für eine Wand reicht's noch. Ja, für die hier reicht's noch. Die nehmen wir einfach noch mit. So. Tja, und hier reicht's jetzt nicht mehr. Und genauso hier. Das ist schade. Oder Hammer? Ja, hier haben wir noch einen Cleanstone, das ist super. Das heißt, für die Wand hier reicht es auch noch. So. Es nimmt Gestalt an. Es ist zwar ein bisschen riesig, ich glaube, so viele Ressourcen werde ich niemals gesammelt bekommen. Aber es ist, ja, sollen wir mal probieren, ne? Hier haben wir noch Cobblestone, den tun wir wieder hier rein. Und jetzt, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt noch eine Kiste erstellen. Aber erstmal tue ich hier noch den Kies rein. Ja, genauso wie hier noch das Eisen und die Kohle reinkommen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, jetzt mache ich echt noch, ich glaube, jetzt schnappe ich mir hier noch ein bisschen Holz raus. Wie gesagt, natürlich Schilder und so weit kommen. Und jetzt wird hier draus einfach... Warte mal, geht das überhaupt? Kann man die beiden kombinieren? Ich schau mal einfach gerade. Ja, das geht. Man kann sie kombinieren. Aber nicht stacken, das stimmt. So, jetzt erstmal so. So. Ach, warte mal, daraus kriegen wir jetzt gar keine zwei Kisten mehr. Ach, egal. Nehmen wir einfach noch die hier mit. So. Okay. Tun die einfach noch dahin. Schnappen uns das Tropenholz.